Es fühlte sich an, als hätte man mir das Herz aus der Brust gerissen. Und? Muss ich jetzt erst Labramon finden, oder wie? Lass ich sie jetzt hier einfach stehen? Smart move. Ah nee, sie ist mitgekommen, okay. Oh, Labramon. Hey, Aoi. Du stehst Takuma doch ziemlich nahe, oder? Du würdest dich ihm bestimmt in die Arme werfen und weinen, weil ich so gemein war. Das ist so feige von dir. Labramon sagt Aoi furchtbare Sachen. Es sieht wie Labramon aus, aber die Echte würde niemals sowas Furchtbares sagen. Feige? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Du bist immer so. Ich muss allen helfen, ich muss mein Bestes geben. Du tust immer so, als wärst du die Gute, schaffst aber eigentlich nichts. Aber ich... Das stimmt nicht, Aoi. Was? Aoi hat sich immer für alle eingesetzt. Zu sagen, dass sie nichts macht, ist eine Lüge. Vor allem Labramon erkennt das. Die Echte würde so etwas Furchtbares nie sagen. Hm. Oh, Labramon ist verschwunden. Ich wusste es. Lauf über mir und Agumon. Geht's dir jetzt ein bisschen besser? Takuma, vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Ich konnte über diesen ganzen Unsinn doch nicht einfach schweigen. Unsinn? Dass du nichts schaffst? Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Du kochst lecker, behandelst unsere Wunden und bist immer nett zu allen. Dass jemand Unsinn über dich erzählt, ist mir einfach gegen den Strich gegangen. Takuma, danke. Wirklich. Die Sache ist, wenn sie das schon glaubt, ne? Was passiert denn dann wohl mit Shuji, wenn der mit irgendwelchen Illusionen konfrontiert wird? Aber konnte man hier nicht auch noch nach links gehen, an sich, wo ich rechts abgebogen bin? Ah ne, jetzt bin ich wieder hier. Na gut. Dann war das wohl nur auf dem Hinweg so. Hauke, weißt du, was das größte Problem für mich an der Sache ist? Er würde das nicht nur mit den Fake-Lobmon machen. Oh, Labramon. Du bist wirklich zu nichts Nutze, weißt du das, Aoi? Hast Angst zu kämpfen, kannst nichts, hältst den Mund, wenn jemand anderer Meinung ist. Du warst bisher niemandem eine Hilfe. Das ist nicht... Ich will nur nicht, dass jemand verletzt wird. Wieso rechtfertigt sie sich auch noch? Sie hat doch jetzt hoffentlich begriffen, dass das alles nur Fake-Labramon sind. Wieso versucht sie sich überhaupt noch zu rechtfertigen in solchen Situationen? Und meine zweite Frage ist, muss ich mir das jetzt bei jedem Charakter 5-mal geben? So, nee... Könntest du dein nutzloses Leben nicht wenigstens für die anderen opfern? Mein Leben geben, zum Wohle aller. Reiß dich zusammen, Aoi. Labramon würde so etwas nie sagen. Ah, du bist Takuma. Labramon vergöttert dich, das weißt du. Für sie bist du unersetzlich. Sie würde nie zulassen, dass du dein Leben für jemand anderen opferst. Ha, du bist ein großer Betrüger. Hm. Es ist verschwunden. Ich wusste, es war nicht die echte Labramon. Ja, also, wie gesagt, ich denke eigentlich auch, dass sie mittlerweile verstanden haben müsste, dass das eben nur Illusionen sind oder Fakes oder wie auch immer. Aber ich sag mal, wahrscheinlich springt sie einfach trotzdem darauf an, weil sie sofort sich Gedanken macht, so, stimmt das vielleicht doch? Also in dem Sinne macht das natürlich... Arukenimon, sehr gut. Da ist zurückgehen, da ist nach rechts gehen, verzweigter Weg und geradeaus gehen.
Okay, also wir haben drei Möglichkeiten. Gehen wir erstmal nach rechts. Gucken da mal weiter. Ach, hier war ich schon mal. Geradeaus ging es dann zu dem Agumon-Battle. Was ist mit dem Nebenweg? Da darf ich nicht hin. Aber wenn ich jetzt hier weitergehe, dann gehe ich, glaube ich, wieder im Kreis, oder? Ja. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Okay. Ein bisschen irritierend. So, und dann bin ich hier geradeaus gegangen. Und rechts war dann schon mal nicht der richtige Weg. Das heißt, wir haben hier auch wieder geradeaus oder den verzwickten Weg. Wobei es auch sein könnte, dass wir da vielleicht wieder sacht nicht da lang gehen. Nee, der verzweigte Weg, auch gut. Lass hier unten bitte keine Geister sein. Ach so, das war einfach nur eine Info, okay. Also ich glaube mittlerweile schon fast, du musst einfach die ganze Zeit geradeaus gehen. Der Rest sind entweder Wege, die du nicht ablaufen darfst, oder halt einfach Wege, wo du schon warst. Also ich glaube, unterm Strich, ja, musst du einfach nur geradeaus laufen. Die Sache ist, ich habe ja noch nicht mal was dagegen, also wir wissen ja alle, was jetzt kommen wird, ich habe ja noch nicht mal was dagegen, dass ich meine Teammitglieder jetzt quasi alle nochmal einzeln einsammeln muss und alle nochmal ein bisschen Screentime bekommen und ein bisschen Story, dass man zum Beispiel jetzt bei Aoi auch sieht, dass sie wirklich keine wirklich hohe Meinung von sich hat und dementsprechend sehr auf solche Dinge anspringt, ne, und sich davon wirklich sofort runterziehen lässt und das auch wirklich sofort glaubt. Und wenn das wirklich für jeden Charakter gemacht wird, gut, dann haben wir natürlich nochmal so ein bisschen Hintergrundinfos zu geben, was jetzt nicht verkehrt ist. Ich muss nur ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt bei 7? Ich glaube, bei 7 Teammitgliedern nicht so sonderlich viel Lust, jeden zu suchen, dann mir 3 oder 4 Mal Quatsch anzuhören von den Fake-Digimon, um dann hier an diese Stelle zu kommen, wo ich mich entscheiden muss, wer ist jetzt das richtige Labramon oder Falcomon oder was auch immer, um dann nochmal einen Kampf zu machen mit potenziell einem Teammitglied mehr als im Kampf davor. Also das könnte sich sehr ziehen, wenn das wirklich für jeden gemacht wird. Ich meine, sie haben es mit sich ziehenden Kapiteln, so ist es nicht, wenn ich ans Letzte denke. Aber das fände ich ein bisschen Overkill. Also zumindest Kaito und Mio kann man doch aber gut zusammenpacken, oder? Aoi! Gott sei Dank, geht es dir gut? Es gibt Labramon 2-mal? Vorsicht, Aoi! Die hier ist nicht die echte! Das musst du gerade sagen, du Schwindler. Sie wird den Unterschied schon erkennen. Was soll ich tun, Takuma? Sind die beiden real? Mist, ist es schwierig, sie auseinanderzuhalten. Welche ist die falsche? Ich hoffe, dass ich nicht irgendwann mal aus Versehen falsch liege. Also so aktuell würde ich sagen, die untere, also die linke, ist die echte, weil sie sofort gefragt hat, ob es Aoi gut geht. Was beschreibt die echte Labramon? Aoi ist die Ein und Alles. Sie kennt Aoi am besten. Ich weiß nicht. Das hier? Die echte Labramon vergöttert dich. Sie würde dich nur sehr ungern verlieren, nicht wahr? Verstehe. Ich glaube, ich weiß was. Hey Labramon, wie würdest du dich fühlen, wenn ich geopfert würde? Oh, nevermind, okay. Sie ist einfach nur eine gute Schauspielerin. Ne, weil die untere hat sofort gemeint so, oh, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ne? Deswegen dachte ich so, ne, vielleicht, eventuell. Aber nein. Oh Mann, das wäre der Hammer. Nein, Aoi, du darfst dich nicht opfern. Ich wäre am Boden zerstört. Damit wäre das dann wohl geklärt. Die echte Labramon ist auf der von uns aus gesehen rechten Seite. Ich muss mal kurz überlegen, weil ich hab's nicht so mit rechts und links. Diese hier.
Ich wusste doch, dass du uns auseinanderhalten kannst. Was haben wir diesmal? Noch ein Seadramon, okay. Ah, Seadramon, du warst also die ganze Zeit verwandelt. Woher wusstest du das? Verdammt, das merke ich mir. Oh, es geht einfach. Nun. Ah, er ist weggelaufen. Lassen wir ihn erstmal. Es reicht, dass wir die echte Labramon wiedergefunden haben. Damit haben wir zumindest schon mal zwei Leute, inklusive Digimon. Oh hey, wartet Leute! Was ist denn Labramon? Das ist Sakis Geruch. Sie ist in der Nähe. Riechst du Saki? Oder riechst du Vegimon? Wirklich? Oh nein, wir müssen sie schnell finden. Ja, suchen wir sie als nächstes. Bei Saki bin ich aber auch mal sehr gespannt, wie sie auf die Sachen reagiert, weil sie wirkt ja immer so ein bisschen, ach ja, alles ist supi, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für sie tatsächlich auch nicht so leicht ist, wenn sie mit solchen negativen Sachen konfrontiert wird. Mal gucken. Ich meine, ich habe generell das Gefühl, dass die Charaktere alle irgendwie eine tragische Backstory haben. Ich meine, bei Ryo und bei Shuji ist es natürlich sehr offensichtlich. Aoi hat halt wirklich auch überhaupt kein Selbstwertgefühl. Minoru hat ja auch manchmal so seine tiefgründigen Momente, wo er dann nicht so eine extrem positive Fassade nur hat. Kaito und Mio haben, denke ich, auch so ihre Schwachpunkte. Und Saki hat die halt auch schon gezeigt, ne? Da! Da ist Saki! Saki! Oh nein. War es das für mich? Reiß dich zusammen, Saki! Was ist denn, Saki? Was ist los? Bitte, Doktor. Wenigstens bis zum Ende des Campingausflugs. Saki, wach auf! Oh, bist du das, Aoi? Gott sei Dank. Bist du wieder da? Was? Takuma und Agumon sind auch hier? Was habe ich... habe ich irgendwas gesagt? Nein, hast du nicht. Oh, ja? Dann ist gut. Verbirgt Saki irgendwas? Ich bin ja schon neugierig. Aber viel wichtiger ist... Schön, dass es dir gut geht. Aber wo ist Floramon? Oh, die Sache ist die. Sie hat urplötzlich angefangen, über mich herzuziehen. Wusste ich's doch. Eine falsche Floramon ist auch aufgetaucht. Wollen wir ihr dann vielleicht mal erzählen, dass es nur ein Fake ist? Wäre vielleicht eine gute Idee? Ich habe auch gedacht, sie hat vielleicht wirklich irgendeine Krankheit. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Warum seid ihr alle hier? Als ich zu mir kam, war ich allein. Ich habe nach den anderen gesucht. Wie es aussieht, wurden wir irgendwie getrennt. Ich wurde auch von Takuma getrennt. Und ich von Aoi. Ich war so sauer. Wirklich? Das klingt gar nicht gut. Ob Miyuki und Haru auch da reingeraten sind? Ich vergesse sie die ganze Zeit immer. Ja, wir sollten lieber schnell nach ihnen suchen. Und natürlich auch nach den anderen. Ja, du hast recht. Wir müssen sie schnell finden. Na gut. Dann gucken wir uns doch noch mal ein paar falsche Floramon an, ne? Oh, da ist Floramon. Oh, hey Saki, wir haben die anderen gefunden. Ja. Das stimmt, sie sind gut befreundet. Freunde helfen einander in der Not. Aber du verbirgst ein großes Geheimnis vor diesen guten Freunden, nicht wahr? Das ist nicht gut, Saki. Echte Freunde haben keine Geheimnisse voreinander. Schon bald wirst du wieder ganz allein sein. Wieder ganz allein? Nein, ich hasse es, allein zu sein. Und was ist falsch daran, ein Geheimnis zu haben? Was? Aoi? Jeder hat Dinge, die er nicht erzählen kann, nicht mal den besten Freunden.
Beziehungen, in denen man alles sagen muss, sind einfach nur erdrückend. Ah, sie ist verschwunden. Sie sah aus wie die echte Floramon, aber das war nur jemand, der so getan hat. Seedramon? Aoi, vielen Dank. Nicht der Rede wert, Saki. Ich finde es übrigens schön, dass ihr jedes Mal das Hmpf in den Chat schreibt. Finde ich leider schon ein bisschen lustig. Wobei mich tatsächlich Sakis Backstory auch interessiert hätte. In dem Fall. Aber vielleicht kommen wir ja noch dazu, wie viel Stuff hier einfach rumliegt. Okay. Dann gehe ich weiter geradeaus. Ah, da ist Floramon. Wo warst du, Saki? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, ich war plötzlich allein. Natürlich habe ich nach dir gesucht. Es ist immer das Gleiche. Ich bin es leid, wie egoistisch du immer bist. Hä? Floramon? Du bist ständig so. Ziehst dein Ding durch, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Du hast vielleicht deinen Spaß, aber was ist mit dem Ärger, den du anderen machst? Hey, hör auf. Sag sowas nicht. Du weißt, dass niemand es leiden kann, wie narzisstisch du bist. Deshalb verschwinden alle in deiner Umgebung, einer nach dem anderen. Hör auf, bitte. Ich flehe dich an. Du weißt gar nichts über Saki. Takuma? Saki wirkt vielleicht flatterhaft, aber sie gibt auf alles Mögliche Acht. Jeder, der sie kennt, weiß das. Red nicht so, als wüsstest du irgendwas darüber. Ich frage mich, übrigens, woher wissen die das alles? Also die scheinen ja schon teilweise einen Nerv zu treffen und ich frage mich legitim, woher hat Arokenimon die Infos? Hat sie gegoogelt? Weil, ne? Alles in Ordnung, Saki? Ja, ich glaube schon. Irgendwie. Takuma, danke. Dann, da ist zurückgehen, nach rechts. Ah. Da ist Floramon. Saki, endlich habe ich dich gefunden. Ja, du bist doch Floramon, oder? Ganz schön gemein, sowas zu sagen. Hast du eine Ahnung, wie schlimm es war, als wir getrennt wurden? Oh, das tut mir leid. Hast du eine Ahnung, wie schlimm es war, als du digitiert bist? Ach, woher sollst du das wissen? Wir reden hier schließlich über dich. Was? Dir sind doch alle anderen egal. Du machst einfach immer nur das, was du willst. Meinst du wirklich, ich würde mit so einem Kind auskommen? Schlag dir das aus dem Kopf. Du tust immer so, als wärst du der Mittelpunkt. Deswegen hassen dich die Leute. Nein, aufhören. Meinst du nicht, du solltest es einsehen? Es gibt niemanden, der dich mag. Das reicht jetzt langsam. Wie bitte? Saki ist ich bezogen? Ihr sind andere egal? Es ist nur deine voreingenommene Meinung. Saki ist nicht egoistisch, sondern direkt. Sie macht sich niemals was vor. Ich mag Saki viel mehr als jemanden wie dich, der nur vorgibt, irgendwer zu sein. Aoi. Die falsche Floramon ist weggelaufen. Aoi, ich... Ja, ich verstehe. Lass dir ruhig Zeit. Aoi und Saki stehen sich nah. Fallen wie diese sind nichts, wenn sie dabei sind. Das könnte dann bei Kaito und Mio aber nochmal schwierig werden, weil... Bei Saki ist es jetzt recht angenehm, weil wir halt Aoi haben. Und ich denke, Minoru sollte auch kein Problem sein, weil wir Takuma haben. Aber so bei Kaito und Mio und gerade bei Shuji, mal gucken. Ist es jetzt der Nebenweg? Nee, es ist nie der Nebenweg. Okay. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Takuma und Minoru so ein bisschen Dreamteam sind. Kaito und Mio offensichtlicherweise. Und dann
Saki und Aoi, was dazu für sprechen könnte, dass eventuell Ryo und Shuji ein gutes Team sind? Wenn sie überleben? Oder die schließen sich halt jeweils einer Fraktion an, das kann natürlich auch sein. So, dann schauen wir doch mal. Ah, Saki, endlich habe ich dich gefunden. Ich habe schon überall nach dir gesucht, Gott sei Dank. Ich überlege gerade, im ersten Fall, das echte Albumon war das rechte, ne? Und Labramon war auch das rechte. Mal gucken. Ich habe schon überall nach dir gesucht, Gott sei Dank. Moment mal, es gibt Floramon zweimal? Vorsicht, die hier ist nicht die echte. Sie lügt, Saki, ich bin die echte, du musst mir glauben. Oh Mann, ich kann keinen Unterschied erkennen. Welche ist die echte? Erkennst du es, Takuma? Mal sehen. Genau wie bei Aoi. Vielleicht hilft es ihr, wenn man mit ihnen redet. Die echte Floramon würde Sagi zustimmen, Geheimnisse zulassen, ihre Freundschaft kennen, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, ist offensichtlicherweise nicht die richtige Antwort hier. Die echte Floramon würde. Ich finde die Formulierung wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, ihre Freundschaft kennen, Geheimnisse zulassen, Sagi zustimmen. Ich hätte jetzt spontan das obere genommen. So. Aus dem Gefühl heraus. Wobei wahrscheinlich links und rechts potenziell auch stimmen könnte. Ich möchte aber auch ehrlich gesagt nicht das Falsche nehmen, weil ich halt hier auch nicht speichern kann und nicht unbedingt weiß, wo ich dann wieder rausgelassen werde. Nicht, dass ich dann potenziell den ganzen Floramon-Abschnitt nochmal spielen muss. Also ich hätte gesagt, entweder das obere oder das rechte. Links finde ich irgendwie weird und unten steht sowieso nicht zur Debatte. Deswegen nehmen wir jetzt einfach unseren ultimativen Guide, Kuro, die mir gerne sagen kann, ob ich damit richtig liege oder was die richtige Antwort ist, weil ich, wie gesagt, keine Lust habe, falsch zu liegen und dann potenziell, ja, du musst jetzt den kompletten Floramon-Abschnitt nochmal spielen und dir nochmal anhören, was jedes Floramon zu sagen hat und ich dann nur so, nee. Das Kapitel ist so schon lang genug. Ich habe den letzten Stream ein bisschen aufgeholt, aber ich glaube, ich habe bei Digimon nie hinterher sein bei der Story. Im Grunde genommen musst du auch nur wissen, wir versuchen irgendwie aus der Digi-Welt wieder rauszukommen und nach Hause zurückzukehren und Shuji ist ein Arsch. Ende. Und aktuell sind wir getrennt und suchen unsere anderen Teammitglieder wieder. Aber im Grunde genommen ist das wirklich einfach die Story. Wir wollen wieder nach Hause zurückkehren. Kuro. 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 Was ist die Antwort? Ich habe Saki zustimmen genommen. Aber die anderen Antworten könnten auch einen guten Hinweis geben. Aber zustimmen sieht man es am besten. Ach so, es kann natürlich sein, dass mehrere Sachen zum Ziel führen, aber halt die Eindeutigkeit variiert, je nach Antwort. Ah, das kann natürlich sein. Und alles gut, ich wusste nicht, dass du so viel tippst. Deswegen, alles gut. Bin ja froh, dass du mir da überhaupt so ein bisschen hilfst. Also ich hätte auch spontan Saki zustimmen genommen. Das heißt, da lag ich ja eigentlich gar nicht so falsch dann mit. Die echte Floramon würde nicht denken, dass Saki egoistisch ist. Frag sie doch danach.
Oh, du hast recht. Nehmen wir das. Hey, Floramon, ich habe schon keine Lust mehr. Gehen wir nach Hause. Warte mal, das ist zu egoistisch. Die anderen sind noch hier. Du kannst mich nicht täuschen, Saki. Du versuchst heimlich zu helfen. Ich bin dabei. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass die echte Floramon mich durchschauen würde. Ich meine, die Sache ist, da die Frage ja war, beziehungsweise da ja Takuma gemeint hat, die echte Floramon würde niemals denken, dass du egoistisch bist. Frag sie doch mal. Und die Rechte jetzt meinte, du bist egoistisch, wird's ja wohl das nicht sein. Ne? Diese hier. Wo du recht hast, hast du recht. Gut gemacht, Saki. Seedramon? Es ist einfach immer Seedramon. Das ist also dein wahres Gesicht, Seedramon. Das haben wir doch schon zweimal gesehen. Verdammt, in diesem Fall werde ich Gewalt anwenden. Schon wieder? Okay. Aber dann haben wir zumindest schon mal drei Leute wieder. Fehlen aber immer noch vier. So, wir haben auf jeden Fall Agumon, Floramon und Labramon am Start und können noch zwei auswählen. Wir haben das Seedramon. Wir haben hier noch ein Numemon. Da ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Moment. Da ist dann Seedramon, da ist Numemon und das Heilding. Hier ist noch ein Gummamon, hier ist noch ein Togemon. Und ganz hier hinten ist noch eine Truhe. Wobei, ich komme vielleicht einfach von hier da hoch. Eventuell. Okay. Aktuell haben wir, du wirst später zur Datei, wenn du digitiert bist. Du bleibst, glaube ich, Serum. Und eventuell wirst du sogar zu Virus. Dann hätten wir nämlich alles einmal. Dann würde ich, denke ich, Ikakumon noch mitnehmen. Und vielleicht diesmal zum Leveln tatsächlich mal Gatomon. Die Kackschlacht. Nein! Numemon und Vegimon. Sieht aber auch creepy aus mit den Augen. Oh, Gatomon ist sogar am schnellsten. So, du bist Virus. Das heißt, da wäre ja Serum eigentlich effektiv, ne? Und du hattest die Blitzpfote, richtig? Die war aber nur direkt vor dir. Und wie weit kamst du nochmal mit deinem Angriff? Zwei vor dir. Das heißt, du könntest dich 1, 2, 3, 1, 2. Das heißt, eigentlich da, wo Gatomon steht, steht es eigentlich schon ziemlich gut. Beziehungsweise ich könnte mich theoretisch hier hinstellen und mal das Numemon versuchen abzufangen. Labramon würde auch da hochkommen, ne? Zu der Truhe. Ja. Ich glaube, dann will ich das auch eigentlich ganz gerne machen. Ich glaube, ich würde eventuell sogar erstmal hier bleiben. Ne? Weil dann kann ich das Numemon von hinten abfangen. Digitieren muss ich ja auch noch nicht, weil das eh nur Punkte verschwendet. Die schicke ich mal mit hier hin. Dahin. Weil, ne, diesmal würde ich dann vielleicht doch die Truhe ganz gerne holen wollen. Beziehungsweise mal gucken, wenn die jetzt auf mich zukommen. Ich meine, klar, dieses Heilding ist ganz praktisch. Aber es hat ja auch eigentlich so ganz gut geklappt in dem letzten Kampf. Und du bist immer noch, ich sag mal, nur Level 20. Also ja. So, Gatomon. Wie viel Schaden machst du mit der Blitzpfote? Ein bisschen was. Okay. Ich meine, es ist ein bisschen seltsam, dass Gatomon auf allen Vieren sich quasi fortbewegt. Aber gut. Kommt Togemon da gleich eigentlich auch hoch?
Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Das macht irgendwie gar nicht mal so. Antivirenprogramm. Nicht jetzt. Das macht gar nicht mal so viel Schaden, aber okay. Wir sind auch noch nicht digitiert, ne? Muss man dazu sagen. Aber ich möchte jetzt auch nicht meine ganzen SP benutzen, um zu digitieren. Aber ich finde das ganz interessant, weil so ich fand so die ersten paar Kapitel, die waren auch recht lang natürlich, ganz klar. Aber irgendwie kam mir die gar nicht so extrem lang vor, weil du halt auch sehr viel Text natürlich hattest, sehr viel Worldbuilding und ne, also sehr viel interessanten Stuff natürlich auch und auch ein paar Kämpfe so. Aber ich hatte halt nie das Gefühl, dass sich die ersten Kapitel wirklich gezogen haben so an sich. Die waren halt einfach recht lang. Aber ich finde jetzt, das vierte Kapitel hat sich halt schon recht gezogen. Auf jeden Fall. Weil wir da eben so hin und her gelaufen sind. Und ich finde halt schon fast, das hier zieht sich auch ganz schön, wenn wir jetzt jedes Teammitglied finden müssen. Es ist ganz interessant, auf jeden Fall. Aber auch nicht unbedingt so das kürzeste Kapitel. So, da Togemon da gleich hochkommt. Nehmen wir schon mal einen Dubermon. Und stellen uns schon mal hier hin. Agumon parke ich erstmal hier. Und wir können uns auf jeden Fall auch schon mal den Boost holen, nachdem wir mit Kacke beworfen wurden. Und dann hier erstmal warten. Und Ikakumon parke ich erstmal daneben. So. Also ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob das immer so unglaublich smart gelöst ist in allen Fällen, wenn sie die Kapitel wirklich so repetitiv machen. Wie gesagt, es ist halt ganz spannend, diese ganzen Unsicherheiten mitzukriegen von den Charakteren schon. Man hätte es vielleicht ein bisschen anders noch machen können. Ich glaube, ich komme aber von hier aus gar nicht dran, ne? Nee. Soweit kann ich meine Kacke nicht werfen. Gut, Cidramon kann sich da gerne heilen lassen. Bringt ihm jetzt nicht so viel. So, Dubermon. Bitte einmal mit dem grauen Lärm angreifen. Und dann kannst du da eigentlich stehen bleiben. Wir müssen nur langsam gucken, weil Cidramon näher kommt. Wie war das nochmal? Du hattest vier sogar, ne? Also drei vor dir. Das heißt, eins, zwei, drei. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich dann in der nächsten Runde mit Cidramon anlegen. Aber ich will an meine Truhe. Perfekt. Stacheliger Körper, was? Einfach so wie so ein Finalschlag oder so. Ja, es ist halt so, die Backstory ist wirklich interessant, aber dann dieses, oh, die sind alle fake, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet, so. Ja, weiß ich nicht, du. Wir hatten schon immer japanische Audio, ja, ich hätte es auch gar nicht einstellen können anders. So, Dubermon. Kommst du da dran? Ah ja, gut. Außer es ist grauer Lärm, da haben wir plötzlich deutsche Synchro. Hab einen Eisberg gefunden. Okay. So, hallo Cidramon. Das heißt, wir werden wieder einmal digitieren. Moment, lass mich mal kurz gucken.
Ist auch nicht so viel geiler, die Perspektive. Okay. Ich könnte natürlich auch Gomamon da oben angreifen. Aber Seedramon ist jetzt doch ein bisschen interessanter. So, Vigimon kann dann langsam wieder zurückkommen. Aber ich glaube, du kommst nicht... Nee, nicht annähernd. Weit genug. Gatomon wird wahrscheinlich gleich auf die Fresse kriegen. Aber wir haben ja gelernt, die kriegen trotzdem Erfahrungspunkte, auch wenn sie draufgehen. Ja. Oh, ich habe irgendeinen Statuseffekt draufgepackt. Das ist gut. Da bitte einmal die... Aber es macht gar nicht so viel. Das ist der Verteidigungsbrecher vielleicht sogar noch mal sinnvoller. Numemon denkt sich da oben auch nur so, ich bleib hier. Aua. Also zurückschlagen. Weißt du, er macht so gefühlt 2 KP Schaden und ich erstmal so voll aufs Fressbrett drauf. So, Doberemon, du könntest aber einmal Tyrannomon wieder voll heilen. Ich habe zwar nicht so viel verloren. Aber, ne? Kann ich schaden. Nee, du stehst da eigentlich ziemlich gut. Bitte einmal nicht Gomamon. Seedramon. Ja. So. Na, frierst du mich wieder ein? Nun. Kommt jetzt der ultimative Disrespect? Ich kille ihn gleich mit Kacke. Und falls ihr dacht, ich würde übertreiben, nein, die Attacke heißt Kothaufenwurf. Ne, ich muss aber irgendwie noch einen näher dran. Dann kill ich ihn doch nicht mit Kacke. Bin zu weit weg. Ja, wobei? Ne, doch. Bin zu weit weg. Glück gehabt. Dann nehmen wir dafür Ikakumon. Da habe ich 95% Trefferrate, da habe ich auch 95%. Dann kann ich immer einfach ins Gesicht slappen. Ja.